Theater. Wir sind bei diesem gruseligen Spektakel mittendrin, statt nur dabei. Seit wann gibt es dieses ganze Spektakel und wie ist die Idee entstanden? Naja, die Idee gibt es im Prater schon sehr lange, wenn man bedenkt, dass 1873 die ersten Geistererscheinungen im Prater aufgeführt wurden und wir jetzt schon das fünfte Jahr in Folge unser Halloweenfest feiern, schaffen wir Traditionen, die für uns wichtig sind. Ihr habt ja ein großes Programm zu bieten an Halloween. Was bietet ihr den Leuten, die hierher kommen? Also es begann schon am Vormittag mit Kinderschminken und jetzt gibt es die große Halloween-Parade mit über 100 Live-Erschreckern dabei. Also da wird für jeden was dabei sein. Und wenn die Parade dann hier am Kalafatiplatz eintrifft, wird die Schwarze Kaiserin wieder ihren Wagen verlassen und dann die Untoten unter das Pratervolk entsenden. Und dann geht es erst richtig los. Es gibt eine Besonderheit, Burning Kalafati. Warum, wieso, weshalb, warum überhaupt Kalafati? Das wollten wir auch schon immer mal wissen. Na gut, der Kalafati ist ja diese altehrwürdige Figur, die damals in der Mitte eines Ringelspiels stand. Und jetzt sagt man einfach, der Kalafati wacht über den Prater. Und in Anlehnung an den Burning Man in Las Vegas haben wir uns einfach überlegt, wir zünden auch was an. Es passt zu Halloween. Und haben wir haben uns einfach überlegt, wir zünden auch was an. Und das kommt gut, es funktioniert, die Leute wollen das. Und das ist irgendwie schön und ich bin ja auch ein Pyromane, deswegen... Ich liebe Feuerwerke und Feuer und Flamejets und alles, was dazugehört. Also da passt das irgendwie gut zusammen.